Oh yeah, willkommen zu Scratch and Melody, einem Spiel, was mir Mützi empfohlen hat, weil er meint, das Spiel ist ja ähnlich zu Parappa the Rapper. Und ihr wisst, ich mache Rhythmus-Spiele und ich mache Parappa the Rapper. Deshalb sind wir heute hier. Das Spiel ist auf Itch.io, ist eine Demo, das heißt, das Spiel ist noch lange nicht fertig. Aber wir werden heute die Demo spielen, um zu schauen, ob das vielleicht interessant ist oder nicht. Genau, ich spiele jetzt erstmal mit Controller, weil, habt ihr gerade gelesen, es ist recommended, mit Controller zu spielen. Deshalb mache ich das, was das Spiel von mir verlangt. Ja, ich versuch's mal. Auch wenn ich nichts dagegen hätte, mit Tastatur so zu spielen. Ich habe das Spiel jetzt auf Steam hinzugefügt, wie ihr sehen konntet, weil sonst der Controller bei mir nicht anerkannt wird. Falls ihr Probleme haben solltet mit Controller, meine Empfehlung ist, mit Steam verbinden. Wir fangen ran. Ist wirklich wie Parappa. Huh? Latency Calibration. Some setups may have varying delays between audio and visuals. It's just slider until the beep sound is in sync with the first flashing bar. Was? Bam. Ich glaube so? Ich weiß es nicht. Hi. Hallo. Teilweise. Teilweise. Nein. Okay. Warum redet sie wieder zu einem Miku? Repeat this. Unterer Knopf. R. Ah, nee. Das ist eine falsche Reihenfolge. Untere Knopf ist für mich rechter Knopf, weil ich mit einem Nintendo-Controller spiele. Okay. R. Okay. Astral Advisory Tutorial Song. Okay, let's go. Los. Geh das hin. Oh, yeah. If the line stays blue, you repeat the bar. If the line turns pink, you support the bar. Okay. So, in die Richtung drehen. Okay. Bude, bude. Ah, bisschen off. Dude. Okay, ja, die Buttons sind falsch. Aber ich weiß zumindest, was ich zu tun habe. Bam. Good luck. Danke, Azule Miku. Melody! Ich glaube, die Story ist irgendwie, dass wir... Oh, vielleicht kriegen wir es auch jetzt raus. Melody! Mach auf! Ich brauch dich! Hilf mir bitte! Oh, wie süß! Wir sind keine Overworld mit so einem schön gezeichneten Charakter. Ja, ich glaube, die Story ist irgendwie so, dass wir Melody spielen, dieses kleine Mädchen hier. Und wir haben kein Geld oder so. Und wir müssen Geld bekommen, indem wir Musik machen. Das ist so das, was ich weiß. Aber vielleicht erzählt uns das Spiel auch noch gleich ein bisschen mehr darüber. Ah, you got an item! The Aegis Notestar. Melody's High-Tech Multi-Use Turnable Keyboard. Okay. Ich kann damit riden. Was? Okay, ist ein bisschen buggy, die Texturen, aber das erinnert mich total an WarioWare mit, wie hieß der? 9Volt, glaube ich, hieß der. Der hat auch sowas ähnliches gehabt, so ein Skateboard mit so Retro-Konsolen drauf oder so. Das ist ganz nett, aber mich nervt das, was der Charakter so richtig rumglitscht. Ist trotzdem ganz nett gemacht. Hier komme ich anscheinend noch nicht rein. Vielleicht in der Demo noch nicht erhältlich. Alright. Das ist eine Blume und sie tanzt. Ich hoffe, es ist nicht Flowey. Kann ich unter die Treppe? Nee. Kann ich hier rein? Yeah. Oh, Flamingo. Es ist ein albernes Gemälde von einem Flamingo. Das Lieblingstier von deiner Mutter. Sie scheint abenteuerreich zu sein. Ja, wunderbar. Okay, das war weird. Was ging hier ab? So, dass ich dich aufwecken musste, Melody. Diese Männer sind vom Government. Sie sagen, du bist sus und du hast ein ernsthaftes Problem mit denen. Du hast irgendein Crime, du hast irgendwas Böses getan, was Illegales. Dass ich mir das Ganze mal angeschaut habe, ich würde sagen, sus ist ein bisschen untertrieben. Es ist definitiv das Kind, was wir in der Aufnahme gesehen haben. Hast du was getan, Melody? Auf gar keinen Fall!
Das muss irgendein Fehler sein. Das Government macht keine Fehler, Kid. Schau's dir selbst an. Einfach illegale Sprays. Ohne, dass du dafür eine Erlaubnis vom Government hast. Das geht aber gar nicht. Melody, was soll denn das? Aber, wir reden gerade über das Graffiti, oder? Vandalismus wird sehr ernst genommen bei uns, ja. Die Economy! Melody wird dafür nicht ins Gefängnis gehen, oder? Nee, solange sie bezahlen für die Service Fine. Community Service Fine? Genau. Du wirst jetzt für die Community Service Fine arbeiten und Punkte sammeln. Und dann wirst du uns das wieder zurückzahlen. Was für eine Arbeit denn? So show this form to any place that's hiring and have them sign it after you've worked here. Bring it back to our building once you've gotten all the spaces signed. Okay, ich muss irgendwie ganz viele Unterschriften bekommen. And no faking, we'll know. Okay, also nicht Donald Duck draufschreiben. Sie wissen, dass das nicht echt ist. Oh oh. Bug, bug, the economy! Gott, der Hund. Eieiei. Ah, Melody. Ich weiß, Mom, tut mir leid, aber ich werde das alles schon hinbekommen. Ohne dich, ich kriege das alles auch alleine hin. Ich verspreche es dir. Ich hoffe, du bist nicht böse. Ich bin nicht böse, ich bin nur... Versuch einfach nicht, noch mehr Schwierigkeiten zu geraten, okay? Bist du sicher, dass du auch alleine schaffst, alles zu bekommen? Ich kann nicht gerne irgendwo hinfahren, aber ich muss gleich arbeiten gehen. Das ist okay, Mom. Ich werde das schon alleine rauskriegen. Wenn du so sagst, na gut. Benimm dich und stay safe. Und verliere das Stück Papier nicht. Ei, ei, Captain Mom! Hab dich lieb, hab dich lieb. Ich sollte. Let's go see if there's a job open at the McWaves Restaurant. Wir sollten schauen, ob ein Platz da ist beim McWave, ne? Das scheint ein guter Einstieg zu sein in die Arbeitswelt. Ja. Warum nicht, ne? Warum nicht? Ah, das ist ein schönes Bild hier oben. Kann ich nicht mitreden, okay. Das ist alles ganz nett gezeichnet, aber ich finde der Charakter wirkt so mega out of place, dafür, dass die Welt so ein bisschen... Diese ganze Welt ist so Watercolors alles und dann mein Charakter ist richtig HD gezeichnet, keine Ahnung. Das ist ein bisschen komisch. Aber trotzdem sieht alles schön aus. Vielleicht kann ich mit irgendwas interagieren? Nee. Ready to head out? Ready to head out? Ready to head out? Yes. No? Yes. Huh? Okay. Und hier sind wir auf der Overworld. Also waren wir gerade schon, aber jetzt sind wir noch mehr raus. Ist gesummt? Alles okay? Hier liegt einfach ein totes Kind auf der Straße. Ich kann nicht damit interagieren, hallo? Ja gut. Es ist normal, dass man sowas sieht, ne? Oh, was habe ich denn hier? Ich kann Sticker sammeln. Okay. Interessant, interessant. Vielleicht nicht lang. Das Spiel ist sehr komisch. Aber wir finden schon alles heraus, denke ich. In die Garage können wir nicht. Sollen wir einfach lang? Nee. Ist hier rechts vielleicht der Weg zum McDrive? Was weiß ich. Aha. Oh, was haben wir hier? Das ist eine Musikbox. Willst du sie öffnen? Klar. Ups, das war der falsche Knopf. Yes, open it. Summon says. Bim bam. Bim bam. Bim bam. Nicht? Nochmal. Oben, unten. Links, rechts. Links, rechts. Oben, unten. Links, rechts. Links, rechts. Yeah! I've the Meite bekommen! A Melody Sticker! When equipped, it lets you screw up one bar in a song without losing any points. Ah, das sind so Effekte. Wie so diese Orden so abzeichnen, aber mit Effekten. Voll cool. Dann rüsten wir direkt aus. Würde ich jetzt sagen, weil ich das Menü wieder öffnen könnte, aber kann ich nicht. Okay. Ich bin ein bisschen stuck. Ist auf jeden Fall noch sehr buggy, aber man merkt, dass es noch eine frühe Demo ist. Finde ich aber fein. Finde ich in Ordnung. Bin ich in Ordnung. Oh, hey. Was geht denn hier ab? Vandalismus? Melody!
Hi Cinnabay! Hi Biggie Cheesecake! Sup! Willst du uns helfen, diesen Zaun anzumalen? Da ist doch so viel Platz! Hä? Ist das nicht der Zaun vom Nachbarn? Was ist, wenn wir erwischt werden? Ah, alles okay. Du musst dir keine Sorgen machen. Der Typ hat uns gefragt, ob wir es bemalen. Er sollte halt nur ein bisschen mehr spezifisch sein, wie wir es anmalen. Du bist normalerweise nicht der paranoide Typ, Mel. Wurdest du erwischt oder so? Ja, wurde ich. Oh nein. Ist das der Grund, warum wir gesehen haben, wie du vor dem Auto geflohen bist? Okay. Das aber nicht wirklich vor, das Ganze zu bezahlen, oder? Also, eigentlich war ich gerade auf dem Weg zum zum McWave und dann Geld bekommen durch Arbeiten. Du wirst doch bestimmt jetzt mit uns hier weitermachen, oder? Wir werden nicht zulassen, dass du da hingehst. Du musst erstmal durch uns durch, in einem Kampf. Oh, der Blick. Ihr werdet mich verprügeln. Nein, ein DJ-Kampf. Okay. Wow. Oh, ich mag den Humor. Boing. Okay, Cream Cheese Icing vs. Cinnabay und Biggie Cheesecake. Yeah. Yeah. Repeat this. Fuck. Das war falsch. Bap. Ah, verdammt, die Knöpfe sind halt falsch. Nein! Oh oh. Ich check gar nicht, was abgeht. Nein, ich kann das nicht. Nee, ich kann damit nicht klar. Options. Ich muss dringend das ändern, dass das. Okay, keine Ahnung. Bei mir war das Spiel ein bisschen abgekackt. Und jetzt wieder hier. Versuchen wir es erneut. Diesmal sollte die Button richtig sein. Ja. B. Nein, die sind immer noch falsch rum. Die sind immer noch falsch. Was zum Teufel? Warum ist das jetzt schon wieder verglitscht? Ich check das nicht. Ba, beep. Okay, das geht, aber klar. Okay. Ba, beep, bap. Ah, ein bisschen. Ist aber schwierig. Beep. Ich verstehe kein Wort. Beep. Ich mache mich erwachsen. Mist, wieder vertauscht. Nein, falsch. Oh oh. Boah, das ist echt richtig schwer. Vor allem, weil die Knöpfe einfach nicht richtig sind. Aber ich verstehe auch nicht, warum die Knöpfe nicht richtig anerkannt werden, weil ich habe vorhin habe ich auf normalen Generic Controller eingestellt. Habt ihr gesehen? Das ist sehr komisch. Und jetzt habe ich es auf Nintendo Switch eingestellt und selbst da ist es verdammt falsch rum. Blip, yeah. Nein, das war komplett falsch. Blip, yeah. Okay. Falscher Knopf. Nein, das ist so schwierig. Ah, verdammt.
Ich muss auch einfach damit klarkommen, dass die Knöpfe falsch sind. Weil ich krieg's nicht anders hin, dass sie richtig sind. So, ich versuche das Spiel nochmal im Big Picture Mode zu spielen. Vielleicht funktioniert es dann besser. Weil ich glaube, bei Big Picture Mode kann es sein, dass Steam den Controller ein bisschen besser erkennt. Das kann sein. Mal wieder ist hier alles falsch. Nee, guck, B. Warum B, Go? Ich drück A. Macht keinen Sinn. Und wenn ich auf Generic mache, ist immer noch falsch. Das ist einfach nicht spielbar mit dem Nintendo Switch Controller, glaube ich. Soll ich es mal mit Keyboard versuchen? So, ich versuche das Spiel nochmal zu spielen mit der Tastatur, weil ich glaube, das ist vielleicht besser im Moment. Aber da ist es nicht komisch. Ja, doch, das kriege ich besser hin, glaube ich. Boah, das ist auch so schwer. Bappe, beep, beep, yeah. Beep, 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 Q, S, E, E. Dab, dab, deep, deep, da, da, beep, 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 yeah. Okay. Bam, 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 ja. S, S. D, A, D, A. Mist. Ich bin durch. Ich bin weiter. Das war das Ende? Wow, ich bleibe immer am Ende. Okay, aber ich glaube, ich spiele jetzt einfach das Spiel mit. I guess that works. Ich glaube, ich spiele das Spiel jetzt erstmal mit Tastatur weiter. Oh mein Gott, ihr müsst ja auf jeden Fall noch sehr viel arbeiten an dem Spiel. Vor allem mit Steuerung. Und bitte gebt mir eine Difficulty-Setting, weil das war jetzt gefühlt Expert-Modus und ich möchte gerne auf Medium oder so spielen, ja? Weil ich bin nicht unbedingt so gut in Spielen und vor allem nicht, weil ich mit Tastatur gezwungen bin. Continue. Ah. Wie geht's weiter? Also, kann ich jetzt gehen? Ja, klar, mach's doch immer. Aber das ist nicht das letzte Mal, dass du uns siehst, die Sweet Siblings. Ich hab kein Cheesecake mehr. Bye, Melody. Hä? Was bist du denn? Was haben die beiden mit meinem Zaun gemacht? Ja, was auch immer. Das sieht cool aus, tatsächlich. Okay. Ja, weißt du, diese Speed-Siblings sind ziemlich clever. Die haben mir beigebracht über diese DJ-Battles. Und das hat mein Gehirn explodieren lassen. Ich habe immer nur genau das gemacht, was die Bar gesagt hat. Aber wusstest du, dass du immer noch mehr Punkte bekommen kannst, wenn du deinen eigenen Spin drauflegst? Zum Beispiel, wenn ich bin, dann kannst du auch einfach... Boah. Das Doppelte für doppelte Punkte, oder was? Oh Gott, okay. Ja, aber interessant. Cool stuff, oder? Ja, solange du auf dem Beat bist, wirst du immer Ahren bekommen. Yeah, man. Okay. Never too sweet. Das sind wie so FNF-Icons da. Okay. Mann, wo ist denn der Meckes? Ich krieg mal Hunger. Aber okay, wir sind nicht da, um zu essen, wir sind hier, um zu arbeiten. Wer bist du denn eigentlich? Oh, hey, Melody. Hab dich fast nicht gesehen. Ich höre gerade nur diesen neuen Track von Thunder, Rain und Lightning. Funky stuff. Ich kann nicht drauf warten, ihre Live-Show diese Woche zu sehen. Okay, Orange Guy. Orange. Orange. Nein, Spaß. Ich habe versucht, mit meinem Hund zu gehen. Aber aus irgendeinem Grund steht er jetzt und ist jetzt eingefroren. Er hat seit 40 Minuten nichts mehr gemacht, außer da rumzustehen. Ich glaube, ich würde mit dir mal zum Arzt gehen. Ich glaube, denen geht's nicht so gut. Aber was weiß ich schon, ne? Was weiß ich schon. Man ist aber viel zu erkunden, ne? Hi!
Ja, okay. Solche Kinder lassen wir natürlich auf jeden Fall erstmal lieber in Ruhe. Solche hyperaktiven kleinen Kiddies. Einfach mal hier übers Blumenfeld fahren. Du. Boah, ja. Wie fühlt ihr euch, wenn ihr sowas seht? Ich weiß, es sieht komisch aus. Groove Coast. Um die Ecke. Okay. Dann auf zu Groove Coast. Ach, schön. Jemand ist neben mir. Ha? Ich? Sorry, ich wollte nur den Urteil anschauen. Ist schön. Wie heißt du? Ich bin Nami. Bist du Melody? Ja, das bin ich. Woher weißt du das? Die Delfine haben es erwähnt. Oh, okay. Was machst du? Ich meditiere und bereite mich vor für meinen neuen Job bei McWave. Ich möchte Burger kostenlos bekommen. Oh, cool. Ich wollte das gleich auch tun, tatsächlich. There can only be one! Uh-oh. Wow! Okay, let's go! Gegen Nami hieß sie, ne? Hieß sie, glaube ich, Nami. Nami Wave! Oder Punkt Waff. Einfach so eine Datei. Aha, Waff wegen den Waves. Okay, ich verstehe. Oh, cool! Wow! Was? Falsch? Das war falsch, das war S. Verdammt. Oh, falsch! Nein! Der Hintergrund sieht cool aus, aber ich kann ihn nicht so gut betrachten. Ich muss gut spielen. Okay, das ist auch schlecht. Beep. Das war wohl schlecht. Oh. Okay, das war wohl extrem schlecht. Verdammt! Boah, das ist aber auch so schwer, das Spiel. Hä, ja, ich hab doch gedrückt. Okay. Okay. Aha. Beep, bop, 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 bop. Eine schöne Stimme. Sieht ein bisschen weniger. Hä? Muss ich das machen? Nee. Sieht nur schön aus. Oh, ich mag die Grafik, ist echt schön. Was? Ich mag die Musik. Ich weiß nicht warum, ich mag es einfach. Ich hab einfach einen Kreis drin. Ba 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 ba. Okay, cooles Lied. Hat mir besser gefallen als das andere. Please wait, okay. Ich warte. Da wurde sie geblueballt. Okay, und wir sind durch. I guess that works. Okay, let's continue. Jetzt kriegen wir den Job und nicht sie. Nami, alles okay? Hallo. Ich sehe dich später. Okay, dann ist jetzt einfach. Sie ist AFK. Sie ist AFK. Sie kommt gleich wieder. Ja, wo muss ich denn lang? Oder muss ich hier lang? Ist das hier der richtige Weg? Vielleicht nach oben? Ich schau mal, weil hier gibt es so viel Leerfeld. Ich habe das Gefühl, hier fehlt irgendwie was. Was ist hier? Okay, kommen wir auf jeden Fall wieder zurück auf die Straße. Oh Gott, das ist ein riesiger Overworld. Wenn ich eine Minimap hätte, wäre das schon nützlich. Oder irgendein Anhiebspunkt, zum Beispiel irgendwie so ein Pfeil, der mich in die richtige Richtung lenkt. Achso, nee. Hä? Die Waves, Mann. Zeigen sie den Weg, Bruder. Nee, da kann ich nicht lang. Da kann ich nicht lang. Da muss ich hier lang. Irgendwo.
wahrscheinlich. Ja, nicht in die Woods. Hier? Ja, hier ist es anscheinend richtig. Ah, ich bin zu spät! Aua. Wow, alles okay? Ah, ich bin zu spät! Ich werde wahrscheinlich meine Chance verpassen! Ich sollte eigentlich schon so um 11.30 Uhr da sein! Jetzt wird er mich niemals lieben! Hä? Hey, Miss! Komm mal runter, es ist nur 5.15 Uhr. Wo musst du denn sein? Wo musst du denn so dringend hin? Da gibt's einen Job bei McWave, den will ich haben! Du auch? Da wollte ich auch hin, aber die haben nur einen Spot und nur einer kann arbeiten. Well, das kann doch nicht sein! Kleines Kind, du musst mich dahin lassen! Das ist wirklich wichtig, mein... Die Person, in die ich verliebt bin, arbeitet bei McWave. Oder nee, ist bei McWave jeden Tag. Ich musste arbeiten, damit ich näher an ihn rankomme. Mein Liebster. Nicht mein... Egal. Kannst du nicht einfach da hingehen und mit ihm einfach reden? Ich bin zu nervös. Ich hab's Bajillionen Male versucht. Das ist aussichtslos. Weißt du, eins hat mir meine Mutter gesagt. Der beste Weg, einen... Oh Mann. Der beste Weg, um an ein Manns Herz, um ein Herz an Mannes zu kommen, ist durch seinen Bauch. Vielleicht solltest du ihm ein paar Kekse backen. Boah, das ist eine perfekte Idee. Ich liebe Backen. Denkst du, ich krieg das hin und der wird mich mögen? Ja, bestimmt. So haben sich meine Eltern getroffen und kennengelernt und verliebt. Naja, also bis ich geboren wurde. Also hab einfach keine Babys, dann wird alles in Ordnung sein. Wow, amazing! Willst du mir helfen? Sicher! Oh, okay. Wir kämpfen, aber obwohl wir eigentlich befreundet miteinander sind? Okay. Jam Teen. Ist ganz nett. Wir backen Kekse. Yeah! Dann holen wir uns vielleicht dann wirklich den Job. Oder das ist der Job des Spiels, dass man nie den Job bekommt, ich weiß nicht. Stir and Mix versus Jam Teen. Falls der Name so ausgesprochen wird. Oh, das ist echt schöne Grafik. Das sind mich total an. Verdammt! Boah, nein, das ist viel zu schnell! Boah! Nein, das ist viel zu schnell! Was zum Teufel? Was? Das war viel zu schnell! Wie hätte ich das machen sollen? Alter! Viel zu schwer das Spiel! Ich krieg das nicht hin! Ich krieg das Spiel wirklich nicht hin! Ist zu schwer! Ah, verdammt! Nee, keine Chance! Das werde ich nicht schaffen, das Lied. Okay, war okay. Oh Gott. Alter! Boah, das ist richtig schnell! Am Mischen, das krieg ich nicht hin! Das muss ich nachmachen, verdammt! Boah, viel zu schnell! Was? Hä, ich kann nicht drücken. Du lässt mich nicht drücken. Hast du gezählt? Was zum Teufel? Was?
es hat gezählt, aber ich bin verdammt schlecht in diesem Videospiel. Alter. How does that work? Und wir haben es aber zumindest geschafft, ja? Heilige, ich bin... Boah. Das war viel zu schnell. Oh mein Gott. Die sind so süß geworden. Ich hoffe, er mag die. Danke für die Hilfe. Ich heiße Melody. Und ja, kein Problem. Ich hatte Spaß. Ah, ich mag deinen Namen. Ich bin Gentine. Oder Gentile. Ja, ich gehe jetzt nach meinem Crush suchen. Bye bye, Melody. Bye, Gentine. Good luck. Boah, lass uns böse den Job bekommen. Da kommen wir nicht rein. Okay. Ich denke mal, es ist hier in die Richtung. Oder? Hi. Dude, ich kann nicht warten, in Namek Wave zu gehen für eine Wavy Patty. Ich schwöre, sobald es Lunchtime ist, werde ich diesen Crosswalk walken und sofort zum Restaurant gehen. Wart nur ab. Ja, ich gehe aber jetzt schon. Nee, keine Autos hier. Gehe ich hier richtig? Gehe ich hier richtig? Maybe. Die sind neue Characters. Hi. Ich erzähl dir, Mann! Das ist wirklich etwas sehr Freakiges über diesen McWaves Restaurant. Ich vertraue dem nicht. Dude. Also bist du irgendwie nur so, ich meine... Laberst du das nur, weil Mr. McWave ein Clown ist? Das ist sehr insensitive von dir, Mann. Ich bin sehr enttäuscht, dass du sowas sagst. Es ist extrem obvious, was McWave sein soll. Fuck mit die Farben. Die dieses Schild hat. Muss ich jetzt hier in die Richtung? Ist hier McWave? Weil hier ist ein Schild. Ja, hier, oder? Pokémon Center, ja. Entschuldigung, Mr. McWave. Ich bin hier fürs Job Opening. Oh yeah, stimmt, ich hab das vergessen. Was eine kleine Pommes. Was für eine kleine Pommes wie du für einen Job hier. Brauchst du etwas mehr Cash? Also, eigentlich bin ich gerade ein paar Probleme drin und brauche ein paar Community Service Signatures. Oh, ich sehe. Guck mal, oh, hör mal zu. Bist ein bisschen jung für eine echte Position hier für diesen Job. Also, wie wär's, wenn du einfach ein bisschen aushilfst, ein bisschen, ja, so ein bisschen hilfst, dann gebe ich dir die Signatur. Das wäre perfekt! Great! Dann lass uns starten! Boss Battle! Synths McWave! Sorry für die schlechte Übersetzung, aber egal. Boing? Boing? Ich hoffe, das ist nicht einfach gerade aus dem Nichts lauter geworden. Bei mir zumindest. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Aber er lädt schon ziemlich lange. Einmal gesprungen. Oh, okay, ich wollte zählen wie Schäfchen. Grease poppen! Das ganze Haus bewegt sich. Was? Lunch Rush! Okay, let's go! Oder auch nicht! Work Funk? Jetzt, let's go! Oh mein Gott, das ist Namorus! Okay, sorry. Okay. What up? Oh. Hab mich gesnifft. What up? Now let's get up working. See if you can handle this. Flipping and flying. Keep myself from dying. Beep bop, beep bop, 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 bop. Don't be skeet poppin', my grooves are not stoppin'. Yeah. Take a breather. Pommes. Kleine Pommes wie ich. Ja, wir können anfangen. Let's go. Weiter geht's. Wir können, ja. Boom busted.
Warum erinnert er mich ein bisschen an Timmy Turner, diese eine Berühmtheit aus Timmy Turner? Ich weiß nicht, wie er hieß. Let's get a little bit more. Boah. Boah, nee. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, yeah. Okay. Ich glaube, da habe ich ein bisschen besser jetzt gespielt. Ich habe keinen Fail. Naja, okay. Akzeptiere ich. Ich bin nicht gut im Spiel. Aber trotzdem, ich kann mir vorstellen, dass das Spiel auf jeden Fall spaßig wird. Und das war die Demo! Ich sitze hier sehr lange in der Aufnahme, aber für euch ist es wahrscheinlich nur so 20, höchstens 30 Minuten. Ja, für die Leute, die sehr interessiert sind in diesem Spiel und vielleicht fandet ihr es auch lustig, dass ich so schlecht war. Ja, auf jeden Fall der Person auf Twitter folgen oder allgemein das Itch.io bisschen verfolgen. Ja, ich bin gespannt, wie das dann in der Zukunft aussehen wird. Vielleicht wird es ein bisschen beginnerfreundlicher. Ja. Wir werden sehen. Wir sehen uns das nächste Mal wieder bei einem coolen weiteren Rhythmusspiel.